Zurzeit hört man und liest man in allen Medien vom neuen Superbakterium NDM1. In Belgien gibt es sogar schon einen Todesfall zu beklagen. Wie gefährlich ist dieses Bakterium? Das NDM1 ist ein Resistenzgen, das mehrere Bakterien haben können. Und die Aggressivität der Bakterien ist durch dieses Resistenzgen nicht geändert, also kein Unterschied zu früher. Aber die Behandelbarkeit ist geringer geworden, weil diese Bakterien gelernt haben, sich gegen mehr Antibiotika zu wehren als bisher. Die Bakterien können diese Eigenschaft, dieses NDM1-Gen, gegenseitig übertragen oder übernehmen, wenn sie miteinander in Kontakt kommen, zum Beispiel von einem Patienten zum anderen. Ist Ihnen etwas bekannt? Gibt es schon einen Fall in Österreich? Es ist bisher noch kein Fall in Österreich gemeldet worden. Erwerben kann man diese Bakterien sozusagen in Indien und Pakistan. Dort ist dieses Resistenzgen zum ersten Mal aufgetreten und nachgewiesen worden, wahrscheinlich durch häufige Antibiotikagabe und insuffiziente Antibiotikagabe. Kritiker sagen jetzt noch, dass eventuell die Pharmaindustrie hier wieder ihre Finger im Spiel hat und wieder Geld verdienen möchte. Was sagen Sie hier dazu? Ich glaube, das ist nicht gesteuert von der Pharmaindustrie. Es ist natürlich notwendig, neue Antibiotika zu entwickeln. Die Entwicklung wird schwieriger und teurer. Warum ist es jetzt so schwierig, Antibiotika zu finden? Resistente Keime hat es eigentlich schon immer gegeben oder gibt es schon lange? Ja, die Resistenzfähigkeiten ändern sich. Das heißt, sobald ein neues Antibiotikum entwickelt wird, entwickeln die Bakterien auch wieder das Wissen sozusagen und die Fähigkeit, sich gegen diese Antibiotika zu wehren. Und daher ist es eine endlose Geschichte sozusagen, dass man immer neue Antibiotika finden müsste. Und es gibt schon 3, 4 große Substanzgruppen, von denen es unterschiedlichste Antibiotika gibt. Und das Problem ist, dass es die Resistenzmechanismen, die bei den Bakterien bekannt sind, durch ganz neue Entwicklungen durchbrochen werden müssten. Und das ist sehr schwierig.